Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Wir sind wieder am Start mit den kleinen Schnuckelvampir. Das letzte, was wir gesagt haben als Sahnetröpfchen: Wir wollen mehr! Ja, wir wollen mehr von Drogo. Das geht hier um Sex. Ja, wir sind gespannt, ob es denn dazu kommen wird. Los geht's! Ja, seid ihr auch schon so aufgeregt? Ja, das hatten wir ja schon mal gehabt. Juhu, 300 Punkte, dankeschön. Echt, das interessiert mich. Ich schaue ihn sexy und herausfordernd an. Das ist die Sache bei dem Spiel. Man hat schon diese Energiepunkte und du musst für den letzten, was du als letztes gespielt hast, nochmal, das ist ja eine Frechheit, ne? Ja, egal. Ich versuche ihn ganz für mich zu gewinnen. Letztendlich ist das gar nicht so schwer. Drogo, hilf mir, dass meine Träume Wirklichkeit werden. Alle meine Gefühle sind auf meinem Gesicht zu sehen. Das pure Verlangen, die unendliche Zärtlichkeit. Er hält mein Gesicht fest, legt seine Stirn an meine und bleibt an meinen Lippen hängen. Es ist dein Moment. Wenn du fühlst, dass heute Abend sein soll, dann mache ich daraus einen unvergesslichen Moment für dich. Ich fühle trotzdem ein bisschen Bedauern. Ich kann es nicht erwarten. Komm. Ich freue mich auf heute Abend. Ich möchte die ganze Zeit an deiner Seite sein. Ich auch. Aber im Moment haben wir keine andere Wahl. Ich seufze. Sei nicht traurig. Du wirst sehen, es wird in deinen Träumen sein. Was? Wie in deinen Träumen, ja. Ich wollte sagen, hä? Ich schmiege mich an ihn. Und bin tief berührt von seinem Versprechen. Ich wünsche mir so sehr, dass es ein magischer, unvergesslicher Moment wird. Er hält mich kraftvoll fest, berührt meine Stirn mit seinen Lippen und dann neigt sich dann zu meinen Ohren. Ich kann es nicht abwarten, jeden Teil deiner Haut zu berühren. Ich schaue ihn verliebt und zugleich erregt an. Plötzlich hören wir hinter uns Schritte. Ja, wir brauchen einen kurzen Moment, um zu verstehen, dass wir wirklich nicht alleine sind. Mister, ihr seid ihr wirklich überhaupt nicht die Diskrete. Was für ein Spielverderber. Ist etwa eifersüchtig? Warum soll denn eifersüchtig sein? Worauf? Drogo stöhnt, dann knurrt er. Es gefällt ihm nicht, sich von seinem Bruder diktieren zu lassen, wie er sich zu benehmen hat. Lass uns in Ruhe, Peter. Sarah, suche dich, Sahnetrüffelchen. Und wenn du weiter den Unterricht jetzt schwänzt, dann wird der Nikolai das irgendwann herausfinden. Hä? Moment mal, wir sind ja nur Angestellte in diesem Haus wegen dieser kleinen Lori. Ne, was geht Ihnen das an, ob ich die Schule nicht pack? Bist du jetzt mit Osborne befreundet? Ha, das wäre ja sowieso mein Ding. Du hast ja gute Reden, ich mache nichts mit den Kindermädchen um. Ich stelle mich zwischen den beiden. Peter kann es nicht lassen, seinen Bruder zu provozieren. Aber seine vulgäre Bemerkung hat mich verletzt. Ich will lieber nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Drogo ist schon angespannt genug. Er lässt sich gleich aus der Fassung bringen, wenn es um mich geht. Das reicht, Peter. Peter schaut mich einen Moment lang an. Dann geht er, ohne ein Wort zu sagen. Ich lege meine Hände auf Drogos Oberkörper und versuche, ihn zu beruhigen. Das dauert einen Moment. Ich muss gehen. Heute Abend? Heute Abend. Ich umarme ihn noch einmal schnell und renne los, um zu Sarah zu kommen. Als ich auf meine Uhr sehe, bemerke ich, dass ich wieder einmal in letzter Minute kommen werde. Ich gehe zusammen mit Peter zurück. Er spricht über seine neue Komposition, aber ich höre ihn kaum zu. Wir müssten jetzt leider Memory spielen. Okay. Da lass uns doch mal schnell loslegen. Ist ja aber nicht so gut, dass du nichts aufpassen. Na, das macht nichts. Ich habe irgendwie... Was ist denn das jetzt? Wie neuer Button. Spielen. Nix, Button. So, da ist diese Drogo. Da ist sie auch, diese Drogo. Ich habe meinen Rhythmus verloren. Da ist der Drogo. Und hier ist auch Drogo. Jawohl, sage... Nein, ich will nicht schauen. Diese 100 extra Punkte sind sowieso nicht gut. Da kann ich nur zwei Sätze lesen. So, ich habe ein ungutes Gefühl im Bauch. Warum? Ich schwanke zwischen Ungeduld und Angst.
Sahnetrufchen, hörst du mir überhaupt dazu? Ich spring hoch. Ich bleibe geistesabwesend. Natürlich, ich mach nur das. Ja. Natürlich. Ich kann mich nicht die ganze Zeit 100% konzentrieren. Reden wir über so eine, dann über ein Thema, das dir gefällt. Wie läuft es denn mit meiner Bruder so? Gut. Ja, es läuft sehr, sehr, sehr gut. Ja, danke. Das ist wirklich super. Aber im Ernst, hör auf wieder mit, in jeder Ecke über euch hierher zu fallen. Dass sie nichts hier funktionieren. Ich bin wütend. Warum soll man wütend werden? Hallo, sagte. Seine Sorgen amüsieren mich. Das passt, wenn man mit jemandem zusammen ist. Das passiert, wenn man mit jemandem zusammen ist. Entschuldigung, Petilein. Oh, es ist Feierabend heute. So, meine Kinderchen, es hat Spaß gemacht. Aber ich bin gespannt. Kommt es nun endlich zur Sache oder was hier? Naja, wir werden sehen. Ich glaube, da geht noch einiges schief. Aber was das schief gehen wird, das werden wir sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, bei diesem Spiel läuft nichts reibungslos und nichts glatt. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal, ihr Mäuse. Tschüss.